Oh nein, Robi, was passiert hier? Hallo und herzlich willkommen zu Sims 4 und Romis Geschichte. Das ist die zweite Staffel von Romi. Falls du neu auf diesem Kanal bist, verlinke ich dir die erste Staffel von Romi. Romi, gefangen im Labyrinth. Aber du kannst dir auch die kurze Version anschauen, denn ich habe eine kleine Vorgeschichte erstellt. Romi ist auf der Flucht und ist hier in dieser alten Scheune untergekommen. Doch hier werden wir nicht bleiben. Ich möchte mit Romi in ein Apartment ziehen. In welche Nachbarschaft bevorzugst du lieber? Sanmai Shuno, Evergreen Harbor, du darfst entscheiden. Romi hat bereits hier in der freien Natur ein paar Sachen gesammelt. Ein paar Beeren, ein paar seltsame Pilze und sie hat sogar Kontakt zu der Schnecke gehabt. Doch was ist eigentlich passiert? Romi hat irgendwie Bauchschmerzen. Auf dem Weg hierhin hatte sie komplett die Orientierung verloren. Sie wusste ja noch nicht mehr, wo sie war. Durch dunkle Gassen und Straßen ist sie gelaufen und leider hat sie einen Vampir erwischt. Sie wurde vom Vampir von hinten angegriffen, sodass sie sich nicht mal wehren konnte. Und seit diesem Tag ist ihr irgendwie flau im Magen. Und damit heiße ich euch nochmal alle herzlich willkommen zur zweiten Staffel mit Romi. Romi gefangen im eigenen Körper. Das Gift vom Vampir hat sich hier rasend schnell in Romis Körper ausgebreitet und kurze Zeit später wurde sie selbst zum Vampir. Und Romi, wir brauchen unbedingt ein Umstyling. Dich darf keiner wiedererkennen, nicht der Entführer und auch nicht der Vampir. Und dieses Umstyling bekommt sie hier in diesem Laden. Und das Gute daran ist, es ist komplett kostenlos. Ja, und dieses Umstyling kommt sie direkt im Chaos. Ich möchte mich von dieser dunklen Form verabschieden. Romi soll nur die klassische Form haben, denn sie wollte nie ein Vampir werden. Und jetzt ist sie, Romi, gefangen im eigenen Körper. Romi bekommt jetzt ein komplettes Umstyling. Ich bin mir zwar noch unsicher, wie die Haare aussehen werden, ob kurz, lang oder mittel. Wir schauen jetzt einfach mal. Und sie bekommt ein komplett neues Outfit. Hierbei werde ich nur die Haare und die Kleidungsstücke vom Spiel benutzen, denn wer es mitbekommen hat, das ist auch nicht die ursprüngliche Frisur von Romi. Sie hat früher CC-Haare, diese sind leider defekt gegangen. Um das einfach in Zukunft zu verhindern, werde ich erstmal nur die Objekte vom Spiel benutzen. Ich denke, ihr habt da Verständnis. Hier nochmal zur Erinnerung, sie ist Tollpatsch, Perfektionistin und ein Bro. Sie ist Königin des Strickens, doch das werden wir ändern. Abneigungen gegen Gartenarbeit und Singen. Kein Wunder, dass im Verlies die Gartenarbeit so schwer von der Hand ging. Ich würde jetzt mal 2, 3 kurze Haare ausprobieren, 2, 3 mittellange Haare probieren und dann gehe ich wieder in die Länge, um einfach zu schauen, ob Romi überhaupt das Gesicht für eine kurze Frisur hat. Aber kurze Haare sprechen mich bei ihr nicht an. Mal schauen, vielleicht bleiben wir doch bei einer langen Frisur. Also diese Typveränderung wäre schon ziemlich krass, oder? Und hier ist sie, unsere neue oder alte, umgestylte Romi. Fakt ist einfach, sie möchte nicht erkannt werden, deswegen hat sie auch eine Brille von mir bekommen. Ich werde dir jetzt hier noch schnell ein Bild einblenden, wie sie vorher ausgesehen hat. So hast du einfach den direkten Vergleich. Schreib mir unbedingt in die Kommentare, wo Romi hinziehen soll. Sanmai Shuno oder Evergreen Harbor, welche Apartment gehen gefällt dir besser? Ich werde dir alle Regeln zu dieser Challenge unten in der Infobox verfassen, denn diese wird etwas umfangreicher. Wir müssen es schaffen, dass Romi wieder zu sich selbst wendet, bis sie dieses Vampir-Gen ablegt, denn sie möchte einfach wieder die alte Romi sein. Sie möchte nicht gefangen sein, auch nicht gefangen im eigenen Körper. Sie möchte einfach ein schönes Leben führen. Ob wir das schaffen? Wir werden unser Bestes geben und ich hoffe, dass Romi uns nicht verbrennen wird.
Was mir persönlich wichtig war, Rumi hat keine Beziehung mehr. Nicht zum Entführer und auch nicht zum Vampir. Und sie hofft einfach, dass sie nie wieder geboren wird. Rumi hat natürlich auch ein neues Bestreben von mir bekommen. Guter Vampir. Sie wollte nie ein Vampir werden. Wir werden das Bestreben so gut es geht für sie abschließen. Würdest du die neue Rumi erkennen? Ich muss mich ehrlich gesagt noch an sie gewöhnen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Mal.